Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe Fotos verbessern mit GIMP. Und in diesem Video geht es darum, dass ich dir zeigen möchte, wie man rote Augen korrigieren kann. Ich habe hier bereits ein Bild geöffnet, ein Foto geöffnet und möchte das jetzt bearbeiten. Und ich zeige dir jetzt, dass man genau schaut, das Kind hier rote Augen hat, beziehungsweise die Aufnahme uns rote Augen gezeigt hat. Hier im linken Bereich der Werkzeugpalette will ich mir dieses Werkzeug zum Vergrößern. Ich habe hier verschiedene Richtungen, die ich einstellen kann. Ich gehe jetzt hier auf Vergrößern. Wenn ich jetzt näher heranzoome, sehe ich schon, dass ich hier eben rote Augen habe. Wenn ich mit GIMP ein Foto bearbeite, verwende ich immer wieder recht gerne hier diese Ebenenpalette. Und da kann man dann hier, wenn man hier die entsprechende Registerkarte eingestellt hat, das ist hier diese Ebenenpalette, kann man hier mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und ich kann hier diese Ebene duplizieren. Und sie wird mir hier dementsprechend schon ausgewählt. Welchen Vorteil hat das? Das Originalbild bleibt erhalten. Wenn ich hier einen Fehler mache, dieser weiteren Ebene, dann ist das kein Problem. Dann kann ich diese Ebene an und für sich einfach löschen. Hier wieder mit der rechten Maustaste und habe meine Ursprungsebene dann hier. Ich kann aber auch hier einfach die veränderten Ebenen dann einfach löschen. Ich schaue mir jetzt hier diese Augenlinie an und wähle jetzt hier diese elliptische Auswahl. Und bei elliptischen Auswahl ist es entscheidend, dass ich hier den richtigen Modus wähle. Normalerweise ist hier dieser erste Modus aktuelle Auswahl ersetzen vorausgewählt. Das heißt, wenn ich etwas Neues auswähle, dann wird die neue Auswahl dann angezeigt. Aber ich will jetzt hier diesen Auswahlbereich hier zur aktuellen Auswahl hinzufügen. Gehe jetzt hier hinein und wähle mir hier dieses linke Auge aus. Und dann das zweite. Und habe somit hier diese beiden Augen dann ausgewählt. Als nächstes geht es darum, dass ich jetzt hier dieses Rot dann entferne. Und da wähle ich hier diesen Menüpunkt Farben entsättigen. Ich kann es hier oben aufrufen über Farbton Sättigung. Oder ich kann hier mit der rechten Maustaste im Bild das entsprechende Kontextmenü aufrufen. Ich gehe jetzt hier auf Farbe. Farbtonsättigung und habe jetzt hier einen entsprechenden Menüpunkt. Wenn es aber drauf kommt, dass das natürlich dann der falsche Menüpunkt ist und wähle jetzt hier nämlich wirklich Farbton entsättigen und habe jetzt hier mehrere Auswahlmöglichkeiten, Helligkeit, Leuchtkraft und Durchschnitt und wähle mir jetzt hier den Ausdruck Leuchtkraft. Man sieht schon, dass das Ganze hier jetzt eine ganz andere Farbe dann annimmt, die an und für sich dann näher dann am Original ist. Wenn man näher hinschauen würde, dann könnte es der Fall eintreten, zumindest hinein, dass das Ganze eher blaugrau ist, was man hier aber nicht in dem Ausmaß auffällt. Wir könnten hier nochmal nacharbeiten. Ich wähle jetzt hier wiederum rechte Maustaste Farben. Gehe dann hier auf Helligkeit und Kontrast. Ich schiebe das jetzt auf die Seite, weil ich hier die Vorschau haben möchte. Und gehe dann so vor, dass ich hier bei den Werten für die Helligkeit und den Kontrast die Helligkeit etwas herabsetze, man sieht, wie sich das geringfügig verändert und den Kontrast verstärken. Wenn ich ihn ganz stark verstärken würde, dann möchte ich jetzt extremer schwarz. Ich möchte nur diesen Schwarzwert etwas vergrößern. Klicke auf OK. Wenn ich jetzt hier wieder aus dem Bild dann herauszoome, dementsprechend mit hier verkleinern wähle, kann man die roten Augen nicht mehr erkennen. Auswahl her könnte ich jetzt noch andere Auswahlmöglichkeiten nehmen, das möchte ich aber nicht. Ich nehme jetzt die ganzen Auswahlmöglichkeiten weg als Auswahl und nichts und habe dann dementsprechend hier dieses Bild in einem Foto ohne roten Augen. Das gibt es jetzt dann noch zu exportieren, aber an und für sich habe ich die roten Augen entfernt.